Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 918. Wie immer kommen die Spoiler aus dem Pirate Board. Der Titel des Kapitels lautet Ruffy erwidert einen Gefallen. Auf dem Cover sehen wir Cavendish, Bartolomeo und Sai. Es handelt sich hier um den Abschluss der aktuellen Cover Story. Ruffy hat Holden besiegt und will auf Speed davonreiten. Sie wehrt sich, aber fällt durch Tamas Fähigkeiten unter ihre Kontrolle. Sie soll das Schiff mit Nahrung zu den Leuten bringen. Das finde ich jetzt schon mal sehr, sehr geil. Das heißt, wir haben schon mal die Frage geklärt, dass Tamas Fähigkeiten sich auch auf so einen Teufelsfruchtnutzen auswirken. Das könnte noch interessant sein. Möglicherweise ist das der Weg, wie man Kaido besiegt, sollte er wirklich einen so einen Teufelsfrucht haben. Und am Ende wird er das Haustier von Otama. Kaido. König der 100 Schoßhündchen. Ja, geil. Tama erwähnt, dass Ruffy sie an Ace erinnert, aber er hört dies nicht. Also irgendwie, diese Reveal, dass Ruffy Ace Bruder ist, lässt immer weiter auf sich warten. Er sagt's nicht, dann hört Otama auf einmal nicht. Irgendwie steckt da noch irgendwas dahinter. Ganz, ganz komisch. Law und Hawkins kämpfen. Endlich! Wo letzterer sein Gegenüber zunächst kaum erkennt. Law gibt zu, dass er Hawkins nicht töten will, sondern nur verjagen. Als er dann aber hört, dass Holden ausgeschaltet wurde, ist für ihn aber das Katastrophenszenario bereits erreicht, da dies Jack berichtet werden wird. Ruffy und Zoro unterbrechen den Kampf, als sie mit dem Frachtschiff an den beiden vorbeiziehen. Ruffy stellt sich den Leuten vor und bringt ihnen Wasser für Tamas Gutmütigkeit, verlangt dann aber auch Fleisch. Ich will Fleisch, ich bin Ruffy, König der Piraten. Auch kündigt Ruffy an, dass niemand in Wano Hunger leiden soll, jetzt wo er da ist. Auch wenn er das ganze Fleisch frisst, naja gut, es bleibt ja immer noch Reis und Gemüse übrig für alle anderen. Jeder soll so viel essen können, außer natürlich Fleisch, wie er mag. Auch das erinnert an Ace, als er in Wano war, woraufhin Tama weint. Hawkins erstattet über alles Bericht an eine unbekannte Person. Da sind wir mal gespannt, wer das denn sein könnte. Law ist natürlich nicht der Freund, meint dann aber, dass sie zu Odins Schloss aufbrechen sollen, um den Geist von Wano zu treffen. Zoro war schon dort und war überrascht über das, was er sah. Die Grabsteine von Kanjuro, Kinemon, Oden, Momonosuke und Raizo. Hier ist es halt natürlich die Frage, was hat es mit diesen Geistern von Wano zu tun und was hat es mit den Grabsteinen zu tun? Spukt Oden da noch irgendwie im Schloss herum? Könnten wir so ein bisschen mehr über die Poneglyphe erfahren? Oder sind alle schon seit langem tot? Und Kanjuro, Kinemon, Oden, Momonosuke und Raizo, die wo wir so sehen, sind nur noch Geister, die umherwandern und wissen gar nicht selbst, dass sie eigentlich schon tot sind. Könnte eine Möglichkeit sein. Problem hierbei wäre einfach nur, wieso hat Kinemon dann zum Beispiel oder auch Kanjuro immer noch seine Teufelsfrucht, denn Tote können ja normalerweise eigentlich keine Teufelsfrüchte haben. Das ist jetzt sehr, sehr schwierig. Vielleicht ist das Ganze aber auch irgendwie mit den Teufelsfrüchten mit inbegriffen. Wir wissen ja noch nicht so richtig, wie diese funktionieren. Vielleicht, auch wenn der User stirbt, sein Geist, seine Seele behält immer einen Teil der Frucht mit sich. Wir wissen es nicht. Sind wir da auf jeden Fall mal gespannt. Was ich aber hierbei sehr interessant finde, ist die Tatsache, dass es in einem Schloss wohl einen Geist geben soll. Denn in Japan gibt es eine Yurei-Geschichte, also eine Geistergeschichte, welche sich Bansho Sarayashiki nennt. Echt nicht gut darin, japanische Sachen zu lesen. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass ein Mädchen immer wieder von einem Typen belästigt wird, dass sie ihn doch heiraten soll. Dieser Typ ist ein Shogun und nennt sich Aoyama. Dieses Mädchen, deren Namen ich erst am Ende verraten werde, sagt immer wieder, nein, will ich nicht. Und dann geht es darum, irgendwie hier um irgendwelche 10 Teller. Sie hat wohl einen dieser Teller verloren und deswegen sollte sie eigentlich sterben, aber der Aoyama verzeiht ihr nochmal, wenn sie ihn heiratet. Sie hat aber keinen Bock darauf, Aoyama ist daraufhin wütend, schmeißt sie in einen Brunnen, wodurch sie natürlich stirbt und plötzlich hört man dann immer nur noch, wie ein Geist Teller zählt von 1 bis 9 und dann beim 10. Teller, wo sie eigentlich 10 sagen sollte, auf einmal schreit, weil dieser Teller nicht da ist.
Ja, der Name dieses Mädchens ist Okiku. Auch Okiku haben wir in One Piece, haben wir ja schon kennengelernt. Hier ist halt jetzt die Frage. Okiku wird ja immer belästigt von dem Urashima, von diesem dicken Samurai. Das heißt, Oda hat hier schon mal einen Teil der Story von dieser Geistergeschichte ja aufgenommen. Nur, dass es halt eben nicht der Shogun Aoyama ist, sondern der Samurai bzw. Sumo-Kämpfer Urashima. Da stellt sich jetzt natürlich dann die Frage, ist vielleicht gar nicht Oden der Geist oder Kanshuro, Kinemon, Oden, Momosuke und Raizo, sondern ist Okiku vielleicht nur ein Geist? Führt sie die Strohbande im Grunde nur durch die Geschichte von Wano Kuni, um am Ende ihren Seelensfrieden zu finden, um am Ende endlich in den Himmel aufsteigen zu können? Sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja, wie immer, einen Geister-Daumen nach oben und ein Geister-Abonnement einfach mit einem kleinen Klick. Vielleicht ist ja auch bei euch irgendwie ein Geist, der herumspukt, dann soll er kurz die Maus einfach über den Abo-Button bewegen oder über den Daumen-Button, wie auch immer. Und einmal kurz klicken und auf sich aufmerksam machen. Naja, diese Story von Okiku und diesen Geist, ja, ich muss sagen, die ist jetzt doch interessant. Da werde ich mich noch mal ein bisschen mehr einlesen müssen und vielleicht komme ich dann mit einem neuen Theorienvideo dazu. Auf jeden Fall hoffe ich wie immer, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, ihr wisst ja, was ich vorhin erzählt hatte. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ich glaube, ich bin der schlechteste Geist aller Zeiten. Tja. Shut your mouth!